Jo, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute soll es mal wieder um ein Photoshop-Tutorial gehen. Und zwar, ihr habt den Titel schon gesehen, um Smart-Objekte. Genau. Denn viele fragen sich vielleicht immer noch, was sind Smart-Objekte oder haben mit Photoshop gerade erst angefangen und wissen nicht so genau, was sie damit anfangen sollen oder was es überhaupt ist und was es dafür Möglichkeiten gibt. Und deswegen habe ich heute mal ein Tutorial vorbereitet, um euch jetzt alles mal ein bisschen näher zu bringen. Ich habe ja in der Vergangenheit schon in ein, zwei Videos das Ganze erwähnt, dass es Smart-Objekte gibt und dass sie eben sehr wichtig sind und dass die auch echt eine große Rolle spielen in Photoshop. Und wenn man die versteht und weiß, wie man mit denen umgeht, dann sind die echt ein mega geiles Tool, vor allem für Grafikdesigner, aber auch für, egal, für Fotografen oder wenn du einfach Bildkompositionen machst oder was auch immer, sind Smart-Objekte super handy, weil du halt dadurch einfach deine Bilder quasi nicht kaputt machst, mehr oder weniger. Das ist auch schon im Endeffekt die Definition. Also beim Smart-Objekt ist es so, dass es anstatt der Originaldatei ein sozusagen Platzhalter ist und du arbeitest im Endeffekt mit diesem Platzhalter, den kannst du verzerren, da kannst du Filter drauflegen, da kannst du eine Maske drauf machen, damit kannst du alles machen, größer machen, kleiner machen, ohne dass im Endeffekt dein Originalbild kaputt geht. Und das will ich euch heute alles mal zeigen, was da alles möglich ist und wie ihr das Ganze auch bekommt und wie das funktioniert und was es halt auch ein bisschen so zu beachten gibt bei Smart-Objekten. Genau, also Definition haben wir fürs Erste geklärt und ich würde sagen, wir springen einfach direkt mal rein und gucken uns an, wie du das Ganze für dich am besten nutzen kannst. Okay, let's go. So, ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet, unter anderem eine Datei von mir, wo ich hier auch gleich dann nachher das Thumbnail machen will für das Video. Und da arbeite ich halt auch bei vielen Sachen immer, fast immer mit Smart-Objekten, vor allem bei gerasterten Sachen. So, erstmal so das Grundprinzip, damit ihr erkennst, ob es jetzt ein Smart-Objekt ist oder ob es eine gerasterte Ebene ist oder oder was es denn überhaupt ist. Dazu eigentlich ganz easy erklärt, das seht ihr hier am besten anhand des kleinen Vorschaubildes. Und zwar ist dann immer hier, wenn dieses kleine Symbol dabei ist, ist es ein Smart-Objekt. Wenn dieses Symbol zum Beispiel dabei ist, dann ist es eine Form, also eine Vektorform. Und wenn jetzt zum Beispiel, was gibt es noch für unterschiedliche? Ich muss gerade mal gucken, ob hier noch was dabei ist. Hier ist zum Beispiel so ein Cloud-Symbol dabei, das bedeutet, dass es in meiner Bibliothek drin ist. Ist in dem Fall dann auch sowas wie ein Smart-Objekt. Da gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein, weil das nochmal Cloud-Sachen sind nochmal ein bisschen komplizierter. Heute soll es nur um Smart-Objekte an sich gehen. Und prinzipiell kannst du aus jeder Ebene, die du in deiner Datei hast, aus jedem Strich, aus jedem Punkt, egal was du in deinem Photoshop, in deiner Zusammenstellung machst, kannst du ein Smart-Objekt machen bzw. erstellen. Das Ganze geht, indem du die Ebene, die du halt in ein Smart-Objekt verwandeln willst, einfach anwählst. Ich sage jetzt zum Beispiel hier, dieses Wort, dieses Photoshop-Wort möchte ich als Smart-Objekt haben. Und zwar, ich sage hier, gehe auf diese Ebene und mit Rechtsklick einmal und kann dann hier in ein Smart-Objekt konvertieren. Ich rate jedem von euch, wenn ihr viel mit Kompositionen arbeitet und viel mit Smart-Objekten vor allem arbeitet und sagen wir mal, viele Smart-Objekte erstellen müsst und immer mal wieder Smart-Objekte braucht, macht euch dafür direkt irgendeinen Shortcut. Ich habe, jetzt muss ich gerade überlegen, Steuerung, Shift, also Steuerung, Umschalttaste und O wie Objekt gemacht. So, das war für mich relativ easy zu merken. Einfach, und da wird aus der Ebene direkt ein Smart-Objekt erstellt. Also ich muss nicht mehr hier rechtsklicken und dann hier rumsuchen machen, sondern einfach Steuerung, Umschalt, O drücken. Ja, für Mac-User, je nachdem, wie ihr das dann umstellen wollt. So, ich brauche mal einen kurzen Schluck Wasser. Ist nämlich mega, mega heiß. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber ich bin hier, man sieht es hier, Dachgeschoss, you know. Ja, wer auch im Dachgeschoss ist, der weiß, was ich meine. Yes, so, dann machen wir weiter, dass wir hier nicht den Faden verlieren. Also, Smart-Objekte, wie gesagt, hier Rechtsklick erstellen oder halt eben mit einer Tastenkombination, die ihr euch macht. So, jetzt ist das Ganze ein Smart-Objekt. Und das seht ihr auch gleich direkt hier am Thumbnail von dem Bild. Ich mache mal übrigens, kann ich hier die Bilder mal ein bisschen größer machen, dann seht ihr das ein bisschen besser. So. Und wenn ich das jetzt bearbeiten möchte, dann gehe ich hier rein mit Doppelklick und dann geht sozusagen ein extra Dokument auf. Und das ist eben das, was ich vorhin gesagt habe. Also ihr bearbeitet sozusagen, wenn ihr dann in eurer Zusammenstellung seid, nicht die Ebene an sich, sondern ihr arbeitet mit einem Platzhalter.
Und dieser Platzhalter ist im Endeffekt ein eigenes Dokument. Hier oben seht ihr auch, das wird als Photoshop.psb geöffnet. Und PSB, das ist quasi immer eine Art Vorlagedatei, die sich quasi, die du quasi hier drin ändern kannst. Und wenn ich das würde ich jetzt neu abspeichern müssen, wenn ich jetzt hier eben was verändere. Ich gehe jetzt hin und mache das jetzt mal wieder aus. Und das geht übrigens jetzt erst seit Photoshop 2020. Nein, ich glaube 2019 ging es auch schon, ich bin mir gerade nicht sicher. Ihr könnt, wenn ihr was in Smart Objekte verwandelt habt, ihr könnt auch Smart Objekte wieder in Ebenen verwandeln. Also früher war es so, du konntest Smart Objekte nur rastern. Also bedeutet einfach wieder in ein Pixelbild wieder zurückverwandeln anstatt Smart Objekt. Jetzt kannst du aber ein Smart Objekt zurückverwandeln in das, was es war oder in das, was es ist, also in einzelne Ebenen. Und das ist mega, mega praktisch teilweise, indem du einfach hier mit Rechtsklick hergehst und sagst, Smart Objekt in Ebenen konvertieren. So, und schon ist es wieder zurückkonvertiert in die Textebene, die hier vorher war. Also wird alles wieder beim Alten. Und das gilt auch für größere Zusammenstellungen. Also ihr könnt, Smart Objekte können aus vielen, vielen Sachen bestehen. Smart Objekte können sogar ganze Photoshop-Dateien sein. Ich kann jetzt zum Beispiel hier in dem Fall, ich gehe mal hier rüber, ist auch ein gutes Beispiel für Smart Objekte, ist zum Beispiel, wenn ihr mit Mockups und solchen Geschichten arbeitet. Ihr kennt das vielleicht, ein Mockup, da kannst du quasi ein Bild drauf machen, damit der Kunde dann sieht, so könnte das in Real Life aussehen. Das ist im Endeffekt ein Mockup. Also wenn ich jetzt hier bei Replace Me auf diese Fläche klicke, dann kann ich jetzt hier das ersetzen, kann hier ein Bild reinmachen von zum Beispiel aus meinem Rechner, ich kann das ja mal schnell machen, dann seht ihr das gleich direkt, falls ihr das noch nicht kennt, sowas. Zum Beispiel das hier. So, passt natürlich nicht ganz. Swoosh. Zum Beispiel. So, platziere das Ganze. Wenn ich jetzt hier auf Speichern gehe, dann ist dieses Smart-Objekt aktualisiert. Also man muss es immer speichern natürlich, damit die Datei aktualisiert wird. Gehe ich zurück in das Dokument, ist jetzt hier mein Tunnel auf dem Smartphone sozusagen sichtbar. Also das wäre jetzt das aktualisierte Bild, was hier auf dem Handy sichtbar ist. Das hat man vorher drauf platziert, hat das einfach ein bisschen verzerrt, das ganze Bild, so dass das hier drauf passt aufs Handy. Und so kann man immer wieder hier coole neue Inhalte reinmachen. Wie zum Beispiel, ich sag jetzt einfach mal, wenn du meinetwegen einen Podcast hast oder deine Instagram-Seite oder für irgendwas Werbung machen willst oder deinen Blog oder was auch immer, kannst du das hier hinmachen als Screenshot zum Beispiel, einfügen einfach und schon sieht man, ah ja, so würde das in Real Life aussehen. Ist immer ganz praktisch, dass man halt einfach mal ein Feeling dafür kriegt. Genau. So. Genau, das ist ein super Anwendungsbeispiel auf jeden Fall für Smart Objekte. Genau, und wie gesagt, also ihr könnt als Smart Objekt auch ganze Photoshop-Dateien benutzen. Das ist auch ganz easy, indem ihr einfach hergeht und die betreffende Datei reinschiebt. Ihr sagt jetzt zum Beispiel, ihr wollt jetzt das hier drin haben, zum Beispiel Mac und iPad, so. Passt natürlich jetzt nicht in diese Zusammenstellung hier, aber einfach nur, damit ihr mal seht, was ich meine. Einfach mal als Beispiel. So, wenn ich das jetzt hier platziere mit Enter bestätige, dann ist das hier als Smart Objekt eingefügt und ihr könnt es als sozusagen als die Photoshop-Datei könnt ihr dann hier bearbeiten. Und das ist jetzt in dem Fall ein eingebettetes Smart Objekt. Das ist nämlich das nächste, was ich euch erklären will an der Stelle. Es gibt nämlich einen Unterschied. Es gibt eingebettete Smart Objekte und es gibt verknüpfte Smart Objekte. So. What's the difference? Also um was geht's da? Eingebettet bedeutet, dass diese Photoshop-Datei befindet sich jetzt nochmal in dieser Photoshop-Datei. Also das heißt, die Datei wird natürlich auch immer größer. Der komplette Speicher der Datei wird immer größer. Ich muss jetzt gerade mal gucken und ich glaube hier bei den Infos, war das nicht irgendwo hier? Dateigröße. So, sieht man hier 52,5 MB hat das Ganze jetzt schon. So, wenn ich jetzt das hier rausnehme, ja, ist gleich ein bisschen weniger, 38. So, also es macht natürlich viel bei der Dateigröße aus und deswegen immer die Frage, ob man es einbettet oder lieber verknüpft. Verknüpfen bedeutet im Endeffekt, ihr kennt das auch, wenn ihr vielleicht mit Windows mit Dateien arbeitet, wenn ich eine Datei, wenn ich irgendwo eine Kopie einer Datei erstelle, also ich will keine Kopie haben, sondern ich will einfach von woanders auch Zugriff auf diese Datei haben, dann verknüpfe ich sie.
dann erstelle ich eine Verknüpfung. Das bedeutet einfach, dass es keine Kopie der Datei ist, also keine eigenständige, sondern es ist einfach nur so eine Art Platzhalter auch wieder. Also es ist einfach nur eine Verknüpfung dieser Datei. Vielleicht einfach mal an einem Beispiel zeigen, was ich meine. Ihr könnt nämlich eben, wie gesagt, Smart-Objekte entweder verknüpfen oder einbinden. Das könnt ihr hier auch einstellen. Hier steht es schon, in verknüpftes Smart-Objekt konvertieren. Wenn ich jetzt den Hintergrund in ein Smart-Objekt konvertiere, so, dann kann ich nämlich sagen, hier in verknüpftes Smart-Objekt. Jetzt aktuell ist es eingebettet. Also Standard ist immer eingebettet. Aber wenn ich sage, ich will das verknüpft haben, dann fragt er mich direkt, so, ich drücke jetzt mal drauf. Das ist übrigens das Eigenschaftenfenster, falls ihr das nicht kennt. Ganz kurz, würde ich euch raten, das ist mega praktisch, wenn man das immer offen hat oder wenn man da immer Zugang drauf hat. Eigenschaften, wenn ihr das nicht seht, dann bitte hier einfach auf Fenster und dann Eigenschaften. Genau, also ich sage in verknüpftes Smart-Objekt konvertieren. Let's go. Und jetzt fragt er mich, wo willst du das Ganze speichern? Eben, weil er jetzt sagt, wo soll der Ort sein, womit diese Datei verknüpft ist. Also er erstellt sozusagen eine neue Datei. Und das ist im Endeffekt der Unterschied. Und das hat dann auch damit zu tun, wie das Ganze aktualisiert wird oder nicht aktualisiert wird. Also wenn ich das jetzt hier, diese verknüpfte Datei, irgendwo auf meinem Rechner speichere, dann kann ich immer wieder darauf zugreifen und kann diese Datei bearbeiten. Und jedes Dokument, wo diese Datei drin ist, wird das dann bearbeitet. Also das ändert sich dann sozusagen in jedem Dokument, nachdem man es dann aktualisiert hat. Ich könnte es jetzt hier speichern und jedes Mal, wenn ich jetzt hier bearbeite und das Dokument aufmache, dann sagt er hier, es wurde daran was geändert. Möchtest du aktualisieren? Sage ich ja, ich will aktualisieren. Da kommt dann immer so eine kleine Anzeige. Das kann ich euch auch eigentlich gleich mal direkt zeigen. Das ist nämlich vielleicht auch gut, dann wisst ihr auch gleich Bescheid, was das bedeutet, wenn euch das mal passieren sollte. Ich speichere es jetzt einfach mal hier, dieser PC. Egal, so, Background PSB. So, und schon seht ihr auch, das Thumbnail hat sich geändert. Jetzt ist es hier so ein kleines Kettensymbol. Jetzt, das bedeutet, das ist ein verknüpftes Thumbnail. Also es ist jetzt mit dieser Datei verknüpft, die ich gerade gespeichert habe, dieses Bild. So, es ist im Endeffekt nur das Hintergrundbild. So, und wenn ich jetzt hier mit Doppelklick drauf gehe, dann lande ich in dieser verknüpften Datei. Ja? Wenn ich hier wissen will, wo die Datei ist, ich könnte jetzt hier im Explorer Anzeigen machen mit Rechtsklick. Dann sehe ich, hier ist sie, da wo ich sie gerade eben halt gespeichert habe. So, würde ich jetzt hier was ändern. So, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir schließen das hier. Das war jetzt die, genau. Wir schließen diese Mockup-Datei mal und speichern die erst vorher kurz. So. Und jetzt ändern wir was an diesem Hintergrund. So, wir machen zum Beispiel einfach mal ganz, damit es auch wirklich krass auffällig ist, damit ihr seht, was ich meine. Machen wir jetzt einfach mal hier so mit hoher Deckkraft ein Hallo rein. So, und jetzt speichere ich das Ganze, schließe die Datei. So, und jetzt gehe ich wieder in meine Photoshop-Datei rein, wo dieser Hintergrund drin ist. Öffne die. So, und dann sehe ich hier ein kleines gelbes, nicht gelbes Ausrufezeichen, sondern ein gelbes Dreieck mit schwarzen Ausrufezeichen. Das bedeutet, hier wurde was gemacht. Achtung, wird auch hier angezeigt bei den Eigenschaften. Wenn ich hier mit Rechtsklick draufklicke, dann kann ich hier geänderten Inhalt aktualisieren. Kann ich aber auch hier machen, wenn ich auf die Ebene gehe. Alle geänderten Inhalte aktualisieren oder diesen geänderten Inhalt. Also das ist je nachdem, wenn ihr zum Beispiel ein größeres Dokument habt und viele Smart-Objekte drin sind, dann könnt ihr so auch alle Smart-Objekte gleichzeitig aktualisieren. Also wenn ich jetzt hier auf Aktualisieren drücke, schon wird die Datei aktualisiert, die Bilddatei. Und jetzt habt ihr hier die neue, natürlich nicht so schicke Datei hier drin. Ich mache jetzt einfach mal rückgängig und mache hier, rastere mir das jetzt einfach, damit es wieder eine eigenständige Ebene ist. Genau, so, jetzt ist es wieder die Ebene wie vorher. In dem Fall, wenn ich jetzt hier das austauschen würde, passt wieder alles. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich will aber wieder das mit dem, was wir gerade eben gemacht haben, dieses Hallo, was wir gerade gespeichert haben, dann suche ich das Hallo raus in diesen, hier ist der Background, in diesen Dokumenten, kann den mir auch hier als Photoshop-Datei wieder rein einfügen, sage bestätigen und schon habe ich wieder als Smart-Objekt hier eingefügt. Perfekt. So, das ist im Endeffekt der große
einer der großen Vorteile. So, weitere Vorteile können wir jetzt hier gleich mal testen. Und zwar, nächster Vorteil ist Smart Filter. Jetzt muss man mal kurz einen Schluck trinken. Ah, sehr gut. Smart Filter sind mega. Eben auch hier das Gleiche. Euer Bild wird einfach nicht kaputt gemacht und ihr könnt mega viel damit ausprobieren. Und Smart Filter haben auch noch den großen Vorteil, sie können sogar mit ebenen Masken benutzt werden. Ebene Masken ist übrigens auch ein Video, was auf jeden Fall demnächst kommt. Auch sehr wichtig. So, und das Ganze zeige ich euch jetzt gleich mal, was ich damit meine, indem wir hier einmal mit Smart Objekt arbeiten und einmal mit dem hier, weil das ist jetzt hier schon ein perfektes Beispiel. Wenn ich jetzt sage, das untere hier, der Background, ist das gerasterte. Das bedeutet, es ist kein Smart-Objekt, das heißt, ich kann damit nichts machen. Das obere schmeißen wir aber trotzdem mal raus. Wir machen uns eine Kopie mit Steuerung J und diese Kopie hier wandle ich mit meiner Tastaturkürzung, mit meinem Tastenkürzel, Tastaturkürzung, ja, eine kürzere Tastatur wäre auch gut. Wandle ich um und jetzt habe ich hier ein Smart-Objekt und einmal keins. So, jetzt will ich jetzt kein Smart-Objekt habe und ich wende hier einen Filter an. Ich sage zum Beispiel Filter, meinetwegen zum Beispiel Camera Raw Filter, weil ich irgendwelche Einstellungen machen will, weil ich jetzt sage, ja zum Beispiel, mach mal weniger Dynamik, mach das mal ein bisschen weniger farbig, so dass es so gut wie schwarz-weiß ist vielleicht, so zum Beispiel. Mach noch ein bisschen weniger Belichtung auch, so dass es ein bisschen dunkler rüberkommt. So, das gefällt mir jetzt. Und ja, so will ich das haben. Und sag, okay, so will ich das haben. Und jetzt fällt mir aber ein, scheiße, nee, so will ich es doch nicht haben. Also ich würde es gerne, ich hätte es gerne doch wieder bunt, der Kunde hat doch gesagt, ich will es bunt haben, zum Beispiel. Tja, dann habe ich jetzt ein Problem, weil jetzt ist es schon angewendet, der Filter. Und wenn ich nicht gleich auf rückgängig machen drücke und einfach weiterarbeite, kann ich dann nicht mehr zurück. Und das ist halt der riesige Vorteil von Smart Objekten. Ich meine, ich habe es vorhin schon theoretisch erklärt, aber jetzt seht ihr an einem praktischen Beispiel, dass es eben viel, viel besser ist, mit einem Smart-Objekt zu arbeiten, weil es einfach nichts kaputt machen kann, sozusagen. So, dann gehen wir nochmal mit der Kopie daher, die das Smart-Objekt hat. Und hier machen wir das Gleiche im Endeffekt nochmal und sagen Filter, Camera Raw Filter, und zwar genau denselben. Wenn ihr nämlich das macht, dann habt ihr hier nochmal genau denselben Filter angewendet wie jetzt gerade. So, Camera Raw Filter geht auf und dann macht ihr einfach eure Einstellungen, so wie ihr lustig seid. Ich mache jetzt mal so ähnlich wie gerade, mache Sättigung runter, Belichtung auch, so ungefähr, und sage okay. So, und ihr seht schon, das sieht ein bisschen anders aus. Hier unten ist gar nichts passiert, aber hier in der Ebene sieht man jetzt, ist hier eine Maske dazugekommen und hier steht Smart Filter, hier steht Camera Raw Filter. Ich kann ihn sogar ein- und ausschalten. So schaut es mit Filter aus, ohne Filter aus, so schaut es mit Filter aus. Und das ist einfach der größte Vorteil von, einer der größten Vorteile von Smart Objekten. So, ein weiterer Vorteil ist eben, was ich vorhin gesagt habe, die Ebenenmaske. Wenn ich die jetzt mal anwähle, dann kann ich sogar sagen, wo der Effekt überall stattfinden soll auf dem Bild und wo er nicht stattfinden soll. Jetzt gerade findet er überall statt, weil alles weiß ist. Ja? Aber wenn ich jetzt sage, ich will den Effekt zum Beispiel nur auf der linken Seite des Bildes haben, einfach mal so als kleines demonstratives Beispiel, dann mache ich mit Markieren, mit dem Auswahlwerkzeug markiere ich mir einfach die Fläche, wo ich sage, hier will ich es nicht haben. So. Und diese Fläche mache ich jetzt hier, Fläche füllen. Und dann sage ich Hintergrundfarbe in dem Fall, Vordergrundfarbe, Entschuldigung. Vordergrundfarbe ist jetzt gerade schwarz. Ich zeige euch auf dem Bildschirm, weil ihr seht ja, wenn ich auf dem Bildschirm zeige, wo ich ihn zeige. Nee. Oh Gott, Vordergrundfarbe, Hintergrundfarbe sieht man ja hier, schwarz ist oben, weiß ist unten, in dem Fall Vordergrundfarbe, weil es ist schon alles weiß, weil so funktionieren im Endeffekt die Ebenenmasken. Aber wie gesagt, kommt nochmal ein Video dazu. Also einmal mit der Vordergrundfarbe und sage okidoki. So, und schon seht ihr, ich mache die Markierung mal wieder weg, schon seht ihr, dass der Effekt quasi jetzt nur auf der Hälfte vom Bild angewendet ist, in dem Fall auf der linken Hälfte. Also überall, wo es weiß ist, ist jetzt der Effekt vorhanden. Wo es schwarz ist, ist er nicht vorhanden. Das ist wie Tag und Nacht. Bei Tag siehst du, also wenn es hell ist, sieht man was. Wenn es dunkel ist, sieht man nichts. Und so ist im Endeffekt auch schon gleich die Ebenenmaske erklärt. Also das ist die einfachste Art und Weise. So habe ich es mir auch damals merken können. Also das Schwarze verdeckt alles und das Weiße zeigt es. So, wenn ich jetzt sage, okay,
Vielleicht will ich aber das noch ein bisschen weicher machen, so diesen Übergang hier zum Beispiel. Dann kann ich auch das mit einem Pinsel zum Beispiel machen. Ich wähle den Pinsel an mit B, Tastenkürzel W. Dann mache ich mir das ein bisschen größer, indem ich Alt drücke und einfach mit der rechten gedrückten Maustaste nach rechts fahre, dann wird der Pinsel größer. Wenn ich nach links fahre, wird er kleiner. Wenn ich nach unten fahre, wird der härter, der Pinsel. Wenn ich nach oben fahre, wird er weicher. So, Härte 0. Genau das will ich. So, Vordergrundfarbe ist immer noch ausgewählt, schwarz. Und wenn ich jetzt hier reinmale, dann wird dieser Übergang weicher. Dann sieht man, hier ist es jetzt das mit dem Filter und rechts ist es ohne Filter. Und wenn ich jetzt hier, auch ganz cooler Trick, mal ganz kurz, wenn ich jetzt hier mit Steuerung I drücke, ich kann aber, das geht glaube ich auch hier, oder? Ah, hier, ich kann auch hier auf Umkehren einfach drücken. So, Umkehren. Und schon dreht er das Ganze um. Jetzt ist die auf der linken Seite quasi kein Filter, auf der rechten Seite ist der Filter. Auch eine Option, ja. Also ihr seht, es ist wunderbar, dass man einfach mit diesen Smart-Filter-Optionen, dass du da auch die Option hast, dass du dann sagst, okay, ich will nicht alles davon überall sichtbar haben, sondern eben nur einen Teil. Und wenn ich sage, ich habe gar keinen Bock mehr drauf, mache ich ihn einfach wieder aus. Ja, das ist der Riesenvorteil hier, unser unteres Bild, unser gerastertes, da kann ich das nicht mehr machen, weil ich es ja einfach angewendet habe und weil es kein Smart-Objekt ist. So. Es gibt natürlich auch noch andere Arten von Smart-Objekten. Es gibt zum Beispiel auch noch die Cloud-Smart-Objekte, was ich vorhin schon gesagt habe, die in der Creative Cloud gespeichert sind, also alles, was in eurer Bibliothek drin ist. Dann gibt es auch noch Smart-Objekte und zwar könnt ihr auch Smart-Objekte aus anderen Dateien benutzen. Das ist auch das Coole bei Adobe, wenn ihr halt das komplette Paket habt, also komplette Creative Cloud-Abo, wenn ihr zum Beispiel Illustrator noch benutzt, wenn ihr auch mit Premiere Pro oder so arbeitet oder was auch immer, ist halt super. In dem Fall jetzt mal Illustrator. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so ein Podcast-Symbol, was jetzt hier cool passen würde. Sagen wir mal, ich habe einen neuen Podcast rausgebracht und will einfach hier ein passendes Bild dazu machen und will mein Podcast-Logo. Jetzt habe ich jetzt ein Illustrator mir zusammengebastelt und ich will das jetzt hier drin haben. Dann gibt es mehrere Optionen, ja. Ich kann es einfach mal nehmen und kann es mir hier rüberziehen. So. Und dann einmal loslassen. Und jetzt zeigt er hier drüben schon an, Vektor Smart Objekt. Also das macht er automatisch. Ja? Also Illustrator macht automatisch ein Smart Objekt daraus, damit du quasi das immer wieder bearbeiten kannst. Und wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, ich will das jetzt hier unten haben, wenn ich jetzt hier mit Doppelklick drauf gehe, dann geht eine neue Datei auf. Nicht die Datei, die ich gerade hier offen hatte, sondern eine neue. Also das ist nicht die Ursprungsdatei. Ganz wichtig. Es sei denn, ihr macht ein verknüpftes, dann wäre es die Ursprungsdatei, das ich vorhin erklärt habe. Jetzt ist es eine Kopie, ich habe es quasi einfach rüber kopiert. Geht auch anders, indem ich das Ganze nehme, einmal auf Steuerung kopieren drücke, Steuerung kopieren, also Steuerung C und dann in Photoshop hier jetzt reingehe und sage Steuerung einfügen, Steuerung V. Und jetzt sage, nicht als Pfad, auch nicht als Pixel, auch nicht als Formebene, sondern als Smart-Objekt. Und zusätzlich kann ich es jetzt hier zu meiner aktuellen Bibliothek hinzufügen und schon ist es dann auch in meiner Cloud, in meiner Creative Cloud gespeichert. Dann bekommt es auch wieder diese Cloud, dieses Cloud-Symbol. Machen wir jetzt gleich mal, dann seht ihr das auch. Und dann machen wir es nochmal ohne Cloud-Symbol. So, einmal bestätigen und das wäre jetzt das zweite Smart-Objekt. Hier sieht man schon, sieht jetzt anders aus, weil es eben in meiner Bibliothek gespeichert ist. In dem Fall hier unten, ich habe das vorhin schon mal gemacht, deswegen ist es jetzt hier doppelt gemoppelt drin. So, und jetzt zeigt er eine Fehlermeldung an, weil wir es jetzt gelöscht haben. So, deswegen machen wir das jetzt nochmal weg, alle beide, und fügen es wieder ein, Steuerung V. Sagen wieder Smart-Objekt, sagen nicht zur Bibliothek hinzufügen. Und schon fügt er das ein und jetzt seht ihr schon im Thumbnail hier, es ist ein normales Smart-Objekt. Also es ist jetzt wieder ein eingebettetes Smart-Objekt. Also es gehört zu dieser Photoshop-Datei jetzt dazu quasi. Und es ist hier drin abrufbar in dieser Photoshop-Datei. Ich doppelklick reingehe, macht dazu auch wieder Illustrator auf, aber eben auch wieder eine neue Datei und nicht quasi dieselbe, die jetzt in der Cloud gespeichert wird. So, genau das wollte ich. So, und das ist halt super praktisch, wenn man zum Beispiel auch eben dann mit Verknüpften arbeitet oder je nachdem oder halt mit den Cloud-Objekten arbeite ich sehr gerne, weil dann kannst du einfach reingehen, kannst es zum Beispiel in Illustrator neu einfärben.
gehst jetzt hier rein und sagst, okay, mach mir das weiß. So. Na. Zack. Hier einmal dann natürlich immer wieder alles speichern. Logisch. Und jetzt wird es auch direkt hier aktualisiert. Ja. Genau. Und auch, was auch praktisch ist, zum Beispiel, wenn ich sage, nee, mir gefallen diese komischen Kopfhörer nicht. So, ich mache sie jetzt mal wieder schwarz, weil sonst kann ich damit nicht arbeiten. So. Ich will die Kopfhörer hier oben weg haben. Zack. So, einmal speichern. Und that's it. Here it is. Und es gibt übrigens noch andere Möglichkeiten, natürlich das Ganze weiß zu machen, indem ihr zum Beispiel hier mit Ebenenstile gibt es auch ein Video von mir, falls ihr das noch nicht kennt, gerne anschauen. Einmal Farbüberlagerung und dann zum Beispiel eben, wie gerade eben, in Weiß. Hier auf Normal und Deckkraft 100%. Und schon habe ich hier mein weißes Mikrofon drin. Das gleiche gilt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt sage, ich will dieses Mikrofon hier mit haben, weil das ist ja schließlich, wie ich gerade gesagt habe, mein Podcast. Dann kann ich zum Beispiel hergehen und also den Hintergrund hier ein bisschen dunkler, so zum Beispiel. Dann mache ich dieses Bild hier mal ganz schnell ein bisschen dunkler, mit 50%. Ja, machen wir auch ein bisschen weniger. So. So zum Beispiel. So, und jetzt kann ich hier auch wieder das Smart Objekt einfügen zum Beispiel. Jetzt ist es noch das alte. Wir wollen aber das aktuelle haben. Hoppala. That's it. Dann einmal platzieren, genau. So, jetzt will ich das natürlich auch hier weiß haben. So, perfekt. Speichern. Und jetzt wird das Ganze wieder aktualisiert in meinem Mockup. Und schon sehe ich hier, das wäre mein cooles neues Podcast-Cover. Und so würde das Ganze in Real Life aussehen. So. Und das Coole ist jetzt eben, wie gesagt, Smart Objekt. Ich kann, wenn ich jetzt hier mit dem Vordergrund arbeite, diese Maske hier zum Beispiel, wenn ich die jetzt mal einfach komplett Filtermaske lösche, so, dann kann ich hier im Camera Raw Filter wieder umstellen und kann zum Beispiel vielleicht auch einfach sagen, hey, ich will das ein bisschen kühler haben, damit es auch cool zu meinem Podcast passt. So vielleicht in der Art. Eventuell. Zum Beispiel. So würde das cool zusammenpassen farblich. Jetzt ein bisschen blau und lila. Perfekt. So. Genau. Das ist eben der super, super Vorteil von Smart Objekten. Ihr könnt da so viele unterschiedliche Sachen machen. Möglichkeiten unbegrenzt. Und, genau. Bevor ich es vergesse, es gibt noch andere Möglichkeiten. Es ist jetzt zum Beispiel so, du kannst ja auch ein Smart Objekt beliebig oft kopieren. Aber wenn du das kopierst, bleibt es immer noch die gleiche Ursprungsdatei. Was bedeutet das? Denkst du dir vielleicht, okay, wir kopieren uns jetzt mal diese Ebene hier, indem wir einfach Steuerung J, so, und jetzt verschiebe ich die. Ich verschiebe die jetzt einfach mal hier rüber. Ist ja auch vollkommen egal, das spielt jetzt auch keine Rolle, wohin. Jetzt mache ich mit Alt und verschiebe sie nochmal, Alt, gedrückt halten und Maus. So, jetzt habe ich hier mehrere, viele. So kann man zum Beispiel auch unterschiedliche coole Mockups nochmal selber auch gestalten. So, jetzt habe ich viele diese Ebenen kopiert. Also es ist alles ein und dasselbe Smart Objekt. Und jetzt siehst du auch gleich, was passiert, wenn ich jetzt hier was ändere. Zum Beispiel mein Mikrofon wegmache. Ich speichere ab und jetzt dürft ihr raten, was passiert. Steht schon hier, Smart-Objekte werden aktualisiert. Das dauert auch einen kleinen Moment, weil das natürlich ein paar sind und mein Laptop ist warm, wie ich schon gesagt habe. Deswegen, ja, und hier sieht man, überall sind die Mikrofone verschwunden. So, wie kann man das denn jetzt machen, dass ich unabhängige Smart-Objekte habe? Da auch das geht, weil wenn ich jetzt sage, ich möchte aber genau die gleiche Ebene nochmal haben, aber ich möchte da vielleicht einfach was anderes ausprobieren oder warum auch immer will ich das anders haben. Dann mache ich nicht das, was ich gerade gemacht habe, einfach kopieren, sondern ich gehe jetzt nochmal hier zurück, mache das Ganze rückgängig, dass das Mikrofon wieder da ist, speichere das nochmal und dann zeige ich euch, was ich meine, indem wir nochmal eine Kopie machen, aber diesmal anders. Und zwar
indem ich jetzt zum Beispiel diese Ebene anwähle und sage, das hier soll bitte ein neues Smart Object werden, und zwar neues Smart Object durch Kopie. Ja? Klingt zwar jetzt im ersten Moment nach einer normalen Kopie, aber es wird ein neues Smart Object. Ja? Deswegen steht das auch extra so da, deswegen hier drauf. So, und jetzt ist es Kopie Nummer 7. Das nennen wir jetzt einfach mal neues Smart Object, damit wir nicht durcheinander kommen. Und jetzt, wenn ich in das neue Smart Object reingehe und hier zum Beispiel das Mikrofon ausmache und einmal speichere, dann wird nur das eine Smart Object aktualisiert, nicht das, was ich gerade erstellt habe. Und das ist halt die Sache, wenn man da jetzt unterschiedliche Sachen probieren will, beziehungsweise vielleicht mit unterschiedlichen, je nachdem, wenn man zum Beispiel unterschiedliche Bildschirme hat oder was auch immer, was man darstellen will, dafür eigentlich auch ganz praktisch. Also wenn man zum Beispiel immer den gleichen Hintergrund hat, aber es soll jedes Mal ein anderer Inhalt sein, dann macht das halt Sinn, dass man da einfach ein neues Smart Object erstellt, da wiederum neue Sachen reintut. So, genau, das wollte ich euch noch zeigen, auch sehr mega wichtig. Was auch noch super, super wichtig ist, das habe ich aber in einem meiner ersten Tutorials schon erklärt, ist, dass ihr bei dem Smart Object euer Foto, also euer Bild, ich mache jetzt einfach mal ein Foto rein hier in Photoshop, kleinen Moment, zum Beispiel das hier, machen das ein neues Dokument. So, jetzt seht ihr im ersten Moment direkt, okay, das ist kein Smart Object, ich mache einfach direkt eins draus, beziehungsweise wir machen einfach mal Folgendes. Wir machen zwei Kopien mit STRG J. Eine Kopie bleibt gerastert, eine Kopie wird ein Smart Object. Die wandle ich gleich um mit meinem Tastaturkürzel. Wie gesagt, selber anlegen am besten Tastaturkürzel, so wie es für euch am leichtesten zu merken ist. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen uns beide und sagen, bearbeiten, transformieren, skalieren. So, und jetzt ziehen wir das Ganze kleiner. Und denkt dran, wir haben beide, nicht wundern, der Hintergrund ist ja auch noch da, die machen wir mal kurz aus. So, wir haben jetzt beide Ebenen markiert und machen jetzt beide kleiner. So, das bestätigen wir jetzt mal. Und jetzt passiert nämlich Folgendes. Die gerasterte Ebene, kleinen Moment. So, man kann sich vielleicht schon denken, was passiert. Weil wie gesagt, Smart Object geht nichts kaputt, wenn das Bild gerastert ist, wie hier in dem Fall geht, sagen wir mal in Anführungszeichen, alles kaputt. So, und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich die beiden wieder vergrößere. Wie gesagt, hier einmal das Smart Object und einmal das Nicht-Smart Object. Wir machen es mal sogar noch ein bisschen extremer, wir machen es noch ein bisschen kleiner. So, dass wirklich nur noch ein paar Pixel sind, weil dann ist der Unterschied am größten sichtbar. So, und jetzt gehen wir mit STRG T wieder groß machen. Ihr seht schon, so würde das theoretisch jetzt aussehen, wenn es gerastert ist. Also das Gerasterte würde jetzt auch gleich so ähnlich aussehen, aber das Smart Object nicht. Und das ist der größte Vorteil, den du halt haben kannst mit Smart Object. Wie gesagt, es ist eine eigenständige Datei. Du arbeitest im Endeffekt nur mit dem Platzhalter. Und das Bild geht nicht kaputt. Jetzt hier in dem Fall, die linke Seite, siehst du, ist total im Arsch. Also die ist einfach kaputt. Also einfach zermatscht, verpixelt, du kannst nichts mehr damit machen. Also du kannst es auch nicht mehr irgendwie retten oder wiederherstellen. Also außer du machst jetzt natürlich die ganzen Aktionen rückgängig, die ich gerade gemacht habe. Aber das ist ja eben nicht Sinn der Sache. Deswegen einfach am besten angewöhnen, direkt mit Smart Objekten zu arbeiten. Es sei denn, es entspricht nicht eurem Workflow oder was auch immer, dann braucht ihr es natürlich nicht machen. Da noch ein kleiner Bonustipp an der Stelle für alle Leute, die das nicht unbedingt benötigen, dass Photoshop direkt ein Smart Object erstellt. Weil es gibt auch Leute, die sagen, die wollen lieber gleich gerasterte Ebene in ihrem Projekt drin haben, damit die da direkt auch auf der gerasterten Ebene arbeiten können. Weil du kannst natürlich auch mit dem Smart Object nicht direkt alles machen. Du kannst doch nichts rausgradieren, weil das geht nicht, weil es ja eben ein eigenständiges Bild ist. Das kann ich dir auch gleich mal zeigen, wenn ich jetzt hier das Smart Object anwähle und ich sage, hier radiere. Und da zeigt er mir schon ein, Verbotsschild, also ein geht nicht. Ja? Also wenn ich jetzt hier klicke, sagt er auch, Vorgang kann nicht fortgesetzt werden, weil kann erst fortgesetzt werden, wenn es gerastert wurde. Also es geht nur mit gerasterten Ebenen. Also ihr könnt solche pixeligen, solche Sachen nur machen, wenn die Ebene gerastert ist. Wenn ich jetzt die gerasterte Ebene nehmen würde, kann ich das locker mit dem Radierer rausradieren. Ja? Geht
geht easy zum Beispiel. So, und wie gesagt, wenn euch das lieber ist, dass Photoshop nicht jedes Mal direkt ein Smart-Objekt erstellt, dann geht ihr in die Voreinstellungen und ändert es dort einfach unter Allgemein. Und dann hier beim Platzieren immer Smart-Objekte erstellen und den Haken einfach wegmachen. Und dann könnt ihr das jedes Mal selber manuell entscheiden, wollt ihr eins haben oder wollt ihr keins haben, beziehungsweise wollt ihr oder erstellt euch halt einfach im Nachhinein eins. Genau, also ihr könnt, wie gesagt, eure Bilder einfach größer und kleiner machen, je nach Belieben. Das Einzige, was ihr halt nicht machen könnt, das Foto über seine Originalgröße hinaus vergrößern, ohne dass es Qualität verliert. Also das geht halt leider nicht. Ist auch irgendwie logisch, weil wie willst du irgendwas vergrößern, was eigentlich nicht so groß ist? Es kann nur irgendwie gestreckt werden. Also Photoshop hilft halt da ein bisschen nach mit seiner Software und so weiter, aber trotzdem wird das Bild an Qualität verlieren, wenn du es ewig groß streckst. Also wenn du jetzt irgendein winziges 50x50 Pixel Bild hast und du willst es auf 2 Meter stretchen, ist klar, auch da kann die Smart Objekt natürlich irgendwann nicht mehr das schön darstellen, das ist klar. Also, aber wie gesagt, kleiner machen und wieder größer machen funktioniert ohne Probleme, ohne dass ihr da Qualität verliert. So. Genau, jetzt zeige ich euch noch eine Sache, wie ich die Smart Objekte sehr gerne verwende und wie sie einfach super viel Arbeit auch sparen, und zwar indem ihr sie mit Photoshop Assets benutzt. Assets habe ich in einem anderen Video erklärt, und in dem Video habe ich damals auch schon erklärt, was ich hier mache, was ich jetzt euch nochmal kurz erklären will, weil ich finde es super handy und super praktisch. Genau, ich habe hier eine Datei, wo ich jetzt hier auch gleich mein Thumbnail machen will. Und hier habe ich auch Zeichenflächen. Dazu gibt es auch bald noch ein Video, wie man mit Zeichenflächen cool arbeiten kann. Aber jetzt seht ihr schon mal ein, zwei Sachen auf jeden Fall. Zeichenflächen sind einfach unterschiedliche Flächen, wo ihr unterschiedliche Bilder darstellen könnt und verschiedene Möglichkeiten habt. So, ich habe jetzt hier zum Beispiel eins, das heißt Thumbnail. Das ist in dem Fall dann später das YouTube-Thumbnail. Dann hier für Instagram. Ich will natürlich für Instagram ein 1:1 Quadrat zum Beispiel posten, weil es dann besser in meinem Feed aussieht. Und dann will ich natürlich auch vielleicht noch wissen, wie sieht denn mein Thumbnail auf schwarz und auf weiß aus? Das wäre vielleicht auch noch so eine Sache. Und hier kommen jetzt die Smart Objekte inklusive den Photoshop Assets zum Einsatz. Was sind Photoshop Assets? Ganz kurz erklärt, es ist einfach die Möglichkeit, dass du Sachen aus Photoshop direkt raus exportierst, ohne dass du selber nochmal was machen musst, indem du einfach nur die Ebene benennst, hier wie in dem Fall mit .jpg, also wie die Datei später heißen soll. Wie gesagt, Video habe ich darüber gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen. So. Wird hier aktiviert, unter Generieren Bild Assets ist hier schon eingestellt, und ich sage, dieses Thumbnail existiert quasi jetzt schon als JPEG und ich will, dass das hier auf meinem Instagram Post als Bild erscheint. Wie mache ich das? Indem ich sage, oh, Moment, Explorer, genau, dann ist hier der Assets Ordner und hier ist das rausgespeicherte Bild Thumbnail.jpg, wird auch in der Originalgröße gespeichert, wie die Zeichenfläche ist, in dem Fall 1920x1080. Und dieses Bild will ich jetzt hier einsetzen und deswegen schiebe ich das einfach hier rein. Jetzt hat das wieder in die Zeichenfläche 1 gemacht, ich will es aber hier drüben haben. So, mach es mir kleiner, mach es mir noch ein bisschen kleiner. So ungefähr, dass es hier mittig auf meinem Instagram-Post erscheint. So, das sieht natürlich jetzt ein bisschen langweilig aus. Also das könnte man zwar so schon nehmen, aber jetzt mache ich hier oben vielleicht zum Beispiel noch eine kleine Überschrift rein. So könnte das zum Beispiel aussehen. Aber ist mir jetzt noch ein bisschen zu lang, weil ich jetzt kommt noch eine coole Sache zum Einsatz. Das ist nämlich das Coole, dass es direkt die Vorschau aktualisiert wird. Zack, wenn ich, und das macht er, indem ihr einfach einmal ganz kurz aus Photoshop rauswechselt oder aus dem Fenster hier rauswechselt in ein anderes, wieder zurückgeht und dann aktualisiert er die ganze Sache. Und schon seht ihr nämlich dann auch, wie sieht es auf eurem Post aus, wie sieht es auf weiß aus, wie sieht es auf schwarz aus. Jetzt hier in dem Fall ist das noch nicht geändert, weil das hier nicht verknüpft ist, sondern eingebettet ist. Ja, das ist jetzt der große Unterschied. Und wenn ich sage, ich will das verknüpfen, dann sage ich in verknüpftes Smart Objekt konvertieren.
Und jetzt müsste ich halt suchen, welches das ist. Ich kann aber hier auch einfach mit Rechtsklick erneut mit Datei verknüpfen machen und dann gehe ich genau in den Ordner rein, wo ich gerade war. So, einmal hier thumbnail.jpg. So, und jetzt wird es platziert und verknüpft. Und jetzt wird in allen Ebenen hier das gleichzeitig aktualisiert, wenn ich hier etwas ändere. Also das bedeutet sozusagen, ich ändere hier was, dann wird daraus automatisch dieses Thumbnail erstellt, dieses JPEG, also das Bild. Und dann wird dieses eingebettete, verknüpfte Bild direkt hier dann dargestellt. Und jetzt gibt es noch eine coole Sache, die man machen kann, wie zum Beispiel dieses Thumbnail hier drüben bei meinem Instagram-Post, der jetzt noch ein bisschen langweilig aussieht, könnte ich jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, ich mache eine Kopie davon. Und die untere Kopie, also das untere davon, mache ich jetzt größer. Und zwar so groß wie der ganze Post. So zum Beispiel. Und jetzt sage ich, mach mir mal ein Gaussian Blur, Weichzeichnen mit Filter und Weichzeichnungsfilter. Jetzt muss ich gerade selber ein bisschen gucken, die Hitze. So, Gaussian Weichzeichner. So, und jetzt kann ich sagen, mach mir das mal mega, mega weich, so dass es einfach im Hintergrund so ähnlich aussieht wie das ganze Bild. Zum Beispiel so. Sage okay. So, wenn ich jetzt machen wir mal hier noch eine Ebene dazu. Eine dunkle Ebene dazu. Die machen wir. Hier ist wieder ein Ausrufezeichen da. Alle geänderten Inhalte aktualisieren. Passt alles. Alles noch gut. Alles noch gut. So. Wir machen zum Beispiel die Deckkraft meinetwegen plus auf 50% oder so. So. Und wenn ich jetzt nämlich dadurch, dass das auch ein Smart-Objekt ist, mit diesem Weichzeichner hier, wenn ich jetzt hier was Krasses ändern würde, dann würde das auch hier hinten sichtbar werden. Das sieht jetzt im ersten Moment sowieso ein bisschen blöd aus. Ich müsste hier vielleicht mal den Effekt ausmachen, damit mein Logo sieht und hier das vielleicht einfach in weiß trotzdem. Genau, so. Und jetzt kann man nämlich, das ist eben das nächste Coole, wenn ich jetzt hier mit den Assets hier eingebe Instagram.jpg, dann habe ich in meinem Assets-Ordner, zack, Rechtsklick, in Explorer anzeigen, auch gleich direkt das Instagram-Bild, das fertige. Einmal das. Da war jetzt gerade eben vorher noch nicht drin, ist aber jetzt dabei. Zack, es ist noch älter. So, jetzt sind diese zwei Bilder hier drin. So, wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, Mann, dieser rote Hintergrund, der nervt mich voll. Ich mache den aus. So, das sieht jetzt im ersten Moment natürlich komisch aus. Vielleicht, warte mal. Machen wir das hier zum Beispiel blau. Zum Beispiel, vollkommen egal. Einfach damit ihr seht, was passiert. Und wenn ich jetzt einfach ganz kurz mal das Fenster wechsle und dann wieder zurückgehe, damit das aktualisiert wird, weil das läuft halt leider nur im Hintergrund, wenn ich jetzt hier rausgehe und wieder rübergehe, zack, und schon wird das Ganze aktualisiert und ihr seht, wie es sowohl auf eurem Instagram-Post oder auf Schwarz-Weiß aussieht. Und so könnt ihr halt super cool auch für eure Kunden dann so Vorschauen erstellen, ja. Wenn ihr da euren Kunden zum Beispiel live was zeigen wollt in Photoshop oder wie auch immer. Ich kann jetzt hier zum Beispiel noch einen leichten Schatten drauf machen, dass sich das ein bisschen mehr abhebt von dem Untergrund. Und dann würde ich sagen, sind wir schon good to go auf jeden Fall. Das Photoshop Smart Objekte. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Vielleicht lasse ich es sogar gleich so. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich jetzt am Schluss noch mit den Assets. Und falls nicht, wie gesagt, ich habe ein Video über Assets schon gemacht und hier ging es ja jetzt in erster Linie um die Smart-Objekte. Dann sind wir auch schon durch mit dem Ganzen. Liebe Leute, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr eure Smart-Objekte verwendet. Und wie gesagt, am praktischsten ist ein Smart-Objekt einfach deswegen, weil ihr sozusagen immer nur mit Platzhaltern arbeitet und nicht mit der Datei an sich und sozusagen die Datei damit nicht beschädigt. Also wenn ihr irgendein cooles Bild habt, irgendein geiles Foto, jeder Fotograf würde euch wahrscheinlich den Kopf abreißen, wenn ihr mit Originalbildern arbeitet, anstatt
Vor allem, wenn es die Bilder dann nur einmal gibt, was natürlich auch blöd wäre, aber ihr wisst, was ich meine. Also ihr macht damit nichts kaputt sozusagen und könnt immer wieder damit arbeiten, größer machen, kleiner machen, verschiedene Sachen für Mockups benutzen, für verschiedene Zwecke einsetzen, wie zum Beispiel auch Webdesign, wenn ihr zum Beispiel Webdesign macht mit Photoshop. Ich zum Beispiel auch hin und wieder, je nachdem, wenn ich Bock habe. Also ich kann auch mit Photoshop einfach am schnellsten arbeiten, deswegen mache ich auch gerne mal Webdesign damit. Also es gibt wirklich die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ich gehe nochmal kurz hier rein. Ihr habt es gesehen hier mit dem Mockup zum Beispiel, ist eine coole Geschichte, wo man dann direkt sieht, wie das aussieht und so weiter. Oder eben auch zwecks Fotos größer, kleiner machen, dass es dadurch die Qualität verliert und so weiter und so weiter. Und eben auch vor allem die Smartfilter für Bilder. Ist mega cool und mega praktisch. Genau, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ihr konntet da was für euch rausziehen und wisst jetzt ein bisschen besser Bescheid, wie man Smart-Objekte einsetzt, was Smart-Objekte überhaupt sind und so weiter. Weil ich finde, wenn man das einmal verstanden hat und weiß, wie man sie benutzt, wie man sie einsetzt, dann kann dir das einfach nur super deine Arbeit erleichtern und ja, du kannst damit richtig coole Ergebnisse erzielen, genau. So, das war's für heute und wenn dir das Ganze gefallen hat, lass mir sehr gerne einen Daumen da und ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn wir hier wieder ein neues Tutorial machen oder mal gucken, was es das nächste Mal wird. Vielleicht gibt es auch mal als nächstes eine Logo-Präsentation. Mal gucken. Bleib gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, das nächste Mal, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin. Ciao, ciao. Dein Jens.